So Leute, die Vorbereitungen sind pauschal gesagt abgeschlossen. Ich bin jetzt vor einer Stunde ungefähr vom Norbert zurückgekommen. Da vorne ist das gut verpackte Brief, was wir in der vorherigen Sendung gesehen haben, verpackt. Ich bin schon wieder am Schwitzen, von daher entschuldigt die Schleichwerbung. Hab gerade nichts Werbefreies, was ich anziehen kann. Ich blätter mal unten drunter mit ein. Dauerwerbesendung, damit sich nicht nochmal jemand beschwert, der es am Anfang nicht gesehen hat. Ja, Vorbereitungen sind abgeschlossen. Also, wir haben hier da unten versteckt unter dem Handtuch, weil auch grün, mein grünes Fass mit 50 Liter Wasser unten aus dem großen Becken. Da habe ich also im Prinzip einen Wasserwechsel gemacht mit 50 Liter und da sollen 60 reingehen. Wenn wir gleich etwas zu wenig haben oder Steine und Riff nicht genug Wasser verdrängen, muss ich noch ein bisschen nachkippen. Aber ansonsten haben wir das Wasser schon mal komplett hier. Das heißt, wir können rüberpumpen. In dem rosa Behälter befinden sich die Reste der Tonga-Perls. Und die werden als Bodengrund dienen. Ich habe das Becken tatsächlich nicht weiß foliert von unten, sondern ich möchte es mit Bodengrund betreiben. Mit einer schönen dünnen Schicht. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt, aber unten hat es ja auch funktioniert. Schuldig bitte, dass ich so schwitze. Ja, wir bauen dann jetzt gleich als erstes das Riff auf, beziehungsweise hängen es auf, positionieren die Steine. Wie gesagt, ich habe hier ja noch, hier hinter noch ein paar Platten, die kleinste Riffsäule der Welt und in mehreren Ausführungen. Ich kann also noch was dazu bauen, wenn ich meine, dass da noch was gemacht werden müsste. So, der Plan ist aber jetzt erstmal, das Riff da reinzuhängen. Und das machen wir jetzt allererstes. Dafür muss ich oben die Klappe aufmachen und hoffen, dass das alles so funktioniert hat, wie das beim Norbert, beim Norbert funktioniert hat. Also da hat es ja funktioniert. Und bewaffne mich mal mit dem Messer. Und entschuldigt, wenn ihr mich dann hier und da dann mal öfters von hinten seht. Ich tue dann mal das Handtuch mit dem Wasser hier weg. Und da fällt mir gerade ein, ich habe noch eine zweite Kamera installiert. Die machen wir jetzt mal eben mit an und die blende ich euch mit ein. So, damit ihr auch seht, was ich hier treibe, nehmen wir jetzt mal alles raus. Und dann packen wir als allererstes mal das Eporiff aus. Achtung, zerbrechlich, genau. Norbert hat gut verpackt. Das gute Erbstück da oben hin. So, und dann haben wir als allererstes im Video gesehen, die habe ich mir tatsächlich mitgeben lassen. Die ist schon mal sehr schön. Die stelle ich aber jetzt erstmal hier unten hin, weil die nicht wichtig ist. Wichtig ist tatsächlich das, was wir einhängen wollen. So. Und da ist das gute Stück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat er wirklich richtig klasse hingekriegt. Auf den Insta-Fotos sah es teilweise so aus, als wenn es hier extreme Kullen gab und extreme Rinnen. Tatsächlich ist es nicht so. Wir haben hier eine Vertiefung. Ja, wenn ich eine Koralle reinsetze, ist die Vertiefung weg. Und außerdem ist da unten auch noch ein Loch drin. So, wir haben hier oben, das hat er auch 6 mm gemacht. Das, wie gesagt, das ist ein Prototyp. Ja? Also, wie auch eben vom Norbert schon mehrfach gesagt, Prototyp, bitte nicht sagen, ich will genau das gleiche haben. Es wird was Ähnliches geben, aber wir schauen jetzt erstmal, wie ich das jetzt Ganze hier verbauen kann und es wird spannend. Ob das alles so funktioniert, wie der Norbert sich das gedacht hat. Und verdammte Axt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich zoome das mal ein kleines bisschen näher ran, da ist eine Lampe mit drin. Moment, ich muss da mal gerade eben eine... So, jetzt sieht man es besser. So, ist er wieder am Start. Und ja, ich versuche das dann im befüllten Zustand nochmal eine Detailaufnahme hinzukriegen. Aber es ist hier tatsächlich genauso wie gedacht. Wir haben hier oben, könnt ihr von oben sehen, den Steg.
Und ich könnte theoretisch noch ein kleines bisschen rüberrutschen, aber hier oben haben wir ja auch den Ablauf schon. Also das ist schon richtig genial gemacht. Wir können das noch ein kleines bisschen rüberschieben. Und dann gucken wir jetzt mal, was hier unten mitgemacht wird. Wie rum ich mir das da platziere. Er hatte das, glaube ich, so hingestellt. So ein kleines bisschen auch als Überhang. Ja. Wobei, ich sitze ja meistens hier relativ tief. Guck dann hier drauf. Doch, das ist so okay. Oder wir können das Ganze als Verdeck, als Abdeckung für hinten den für die Tiefwasseransaugung tatsächlich benutzen. Mal gucken. Drehen wir mal. Ich merke, es ist eng. Das Jascha hat nicht viel Platz. Es ist nicht so, wie ich mir das dachte. So geht es allerdings auch. Dann haben wir hier vorne links und rechts zwei ansteigende Bereiche. Und ja, was soll ich sagen? Und oben sieht das ganz gut aus. Ich komme auch überall, so wie es aussieht, noch mit einem kleinen Scheibenmagneten rund und drum herum. Das einzige Problem, was ich jetzt natürlich habe, ist, dass das hier hinten nicht mehr passt. So, jetzt muss ich mir natürlich hier was anfertigen, was hier ausgeschnitten ist. Ja, seht ihr in der Kamera oben. Ist schade um die Scheibe, aber Glas ist auch immer so eine Sache. Könnte gegebenenfalls schnell kaputt gehen, muss aber nicht. Aber so wie ich mich kenne, geht das ganz schnell. Ja, da haben wir es eigentlich schon fast fertig. Ich würde sagen, ich fülle einfach jetzt schon mal den Sand ein. Die gesamte Technik ist im Prinzip ja schon installiert. Das haben wir ja im vorherigen Video gemacht. Bis auf Einstellungen Höhe Osmoseanlage und den Korallenwächter. Den installiere ich aber erst im laufenden Betrieb. So, dann gehen wir einfach mal hin. Ich nehme den unteren mal hier noch raus. Den setze ich nachher einfach oben drauf. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt den Rücken zuwende. Und dann füllen wir das Ganze hier einfach mal mit ein bisschen Tonga-Perl auf und so viel Wärme nicht brauchen. Ich glaube, das war es schon. Für alle, die jetzt sagen, nee, Tonga-Perl, die sind voll doof, kann ich gar nicht behaupten, weil die bei mir tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren. Wichtig an den Tonga-Perls ist grundsätzlich, dass die eingearbeitet werden müssen. Also die müssen tatsächlich eine Zeit lang einlaufen, klar. Da zieht dieses Becken auch dementsprechend einiges an Nährstoffen, zusammen mit dem Eporif und den Korallen. Und da ich ja hier nicht großartig was an Tieren einsetzen könnte oder kann, ist es so, dass ich das Ganze natürlich dosieren muss. Ich muss N dosieren, ich muss P dosieren. Ich werde hier Schnecken reinsetzen, die mir der Thorsten mitbringt. Ja, und alles andere müssen wir dann schauen, wie es sich dann verhält. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das wieder so hinkriege, wie ich das eben hatte. Ich würde sagen, so kann man es ja schon tatsächlich lassen. Das ist alles recht frei. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen... Ich will es mir nicht zu sehr verbauen. Es gäbe jetzt noch Möglichkeiten mit einer Riffsäule. Die könnte ich jetzt hier noch hochbauen, wenn ich das möchte. Aber ihr seht, dann geht das Ganze... da es ein Prototyp ist, sind hier oben auch noch nicht die Stellschrauben drauf. Also wenn ich jetzt hier klebe oder hier eine Verbindung mache, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich könnte ja hier eine Verbindung machen. Das sieht nicht gut aus. Nein. Wir lassen das einfach erstmal so, wie der Norbert sich das gedacht hat. Und wie ich auch denke, dass es am besten aussieht. Und ja, tatsächlich kommen wir jetzt erstmal zum Wasserbefüllen. Und da mache ich einen kurzen Break. Das müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, Leute. Ich habe das Becken jetzt befüllt. Der Wasserstand ist in allen Bereichen jetzt bis hier. Ich probiere es erstmal aus. Ich weiß ja nicht, ob das so passt, wie ich mir das vorstelle. Ich würde einfach mal sagen, wir schmeißen ganz einfach mal die Rückförderpumpe an. Wenn ich sie dann finde. Das ist nicht die Rückförderpumpe. Nein. Sonst muss ich da hinten noch kurz was ausstecken. Mehrere Sachen zusammengesteckt. So, und tatsächlich haben wir jetzt im Moment einen Brummen hier drin. Das könnte aber damit zusammenhängen, dass ich nämlich die Achse beschädigt habe. Aber ich glaube eher, dass wir noch ein bisschen Luft im System haben. Unter anderem. So, tatsächlich läuft es jetzt hier einigermaßen. Also, dass es hier an Wasser rauskommt, ist nicht so viel. Ich habe tatsächlich gestern den Aufsatz gefunden. Ich mache mal kurz ein kurzes Break, gucke mir die Pumpe nochmal an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, was lange währt, wird endlich gut. Und ich habe tatsächlich es geschafft, aus meinem Beständen eine Pumpenachse zu finden, die exakt die gleiche Länge hat, beziehungsweise die ist in der richtigen Länge gebrochen. Tatsächlich habe ich eine Pumpenachse von einer UP1000 genommen, die ich auch nicht richtig geöffnet hatte. Ich muss mir demnächst ein paar neue Achsen organisieren. Aber Fakt ist jetzt schon mal, kann ich pauschal sagen, das Becken ist bis auf das gelegentliche Anspringen des Lüfters flüsterleise. So, jetzt gehe ich mal kurz hin und mache meinen Ventilator hier aus. Mache jetzt mal einen Schnitt mit der Akustik, weil ich unterdrücke hier so ein klein bisschen das Rauschen. Und dann hören wir uns mal die allgemeine Akustik an. So, das, was man jetzt hört, ist tatsächlich der Abschäumer. Der ist ein kleines bisschen lauter. Die Rückförderpumpe ist flüsterleise. Jetzt springt gerade der Lüfter von der Lampe an. Aber tatsächlich ist es im Moment nur so ein kleines bisschen der Abschäumer, der, ja, ich sage es mal, ja, tatsächlich sich wahrscheinlich noch einlaufen muss. Aber von der Gesamtakustik her, die ich jetzt hier habe, ist das Ding wirklich leise. Also das kann ich euch schon mal sagen. Eine gewisse Grundlautstärke beim Abschäumer, werden wir sehen, ob die sich noch gibt. Vielleicht habe ich da auch was kaputt gemacht. Nein, die habe ich gar nicht aufgehabt. Und ich denke, da muss ich was einlaufen. Ja, alles in allem habe ich jetzt tatsächlich es geschafft, alles, was erstmal systemrelevant ist, zu installieren. Der Abschäumer läuft. Der läuft in einer vernünftigen Höhe. Tatsächlich habe ich meine ATO von Tunze hier eingebaut, also der Osmolator 3 sieht hier seinen Dienst. Heizgerät, der kleine Heizstab hier von Aquamedic versieht natürlich auch seinen Dienst hervorragend. Also den habe ich jetzt hier gerade im Blick. Leider habe ich ihn nicht so im Blick, dass ich jetzt hier wenn ich hier durchgucke, muss ich sehen, wenn es abgedeckt ist, ob man das dann sehen kann. Aber Fakt ist, er tut sein Ding. Also er hat jetzt auf 25 Grad geheizt und somit ist jetzt hier erstmal Temperatur im Wasser sichergestellt. Ob die richtig ist, werden wir noch sehen, weil im weiteren Verlauf kommt jetzt hier noch der Sellei dran. Es kommt der Korallenwächter dran und es kommt
ja, noch die Dosieranlage von Aquamedic dran, damit ich hier dann auch meine entsprechende Grundversorgung sicherstellen kann. Dafür muss ich aber noch ein bisschen mit Schläuchen hier spielen, also mir hier oben so Eintropföffnungen machen. Muss ich noch schauen, wie ich das hinkriege. Und ja, da nehme ich euch da natürlich dann auch dementsprechend mit. Aber grundsätzlich haben wir jetzt erstmal das Becken am Rennen. Es läuft vernünftig. Ich finde es richtig geil. Was ich natürlich halt nicht ganz so schön finde, dass ich halt den Deckel nicht mehr benutzen kann. Aber ein Tod muss man sterben. Sorry. Was haben wir noch? Ja, tatsächlich jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich eine funktionierende Achse drin habe, ist die Förderleistung der Pumpe so weit angestiegen, dass ich diesen Nozzle hier oben tatsächlich einsetzen kann. Also ich habe ihn hier oben etwas hoch stehen. Die Pumpe hier vorne drückt gegen die Scheibe hier dran vorbei, unten hin und soll dann halt auch das Tiefenwasser da unten so ein kleines bisschen wegnehmen. Das ist so der grobe Plan. Ein bisschen was geht oben über die über den Kamm drüber, so wie ich das geplant habe, und das passt also vom Grundprinzip her erstmal alles so, wie ich mir das hier erstmal vorstelle. Ja, wie gesagt, jetzt kommen Korallen rein, die habe ich unten auch schon. Ich habe ein paar Weichkorallen, ich habe ein paar Scheiben, Zoas etc. Es wird sich mit der Zeit so ein kleines bisschen füllen und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier anläuft. Der Sand wird mit der Zeit natürlich hier und da ein kleines bisschen Temperatur annehmen, nicht Temperatur, Farbe annehmen. Den muss ich dann halt reinigen. Ich werde Schnecken einsetzen. Jetzt noch nicht, ist noch zu früh. Und ich muss mir tatsächlich Gedanken darüber machen, ob ich, habe ich tatsächlich noch unten eine kleine 9 Watt UVC, die ich hier oben wahrscheinlich mal drauflege mit einer Pumpe, die ich hier reinhänge. Weil tatsächlich wegen einem EpoReef, okay, das ist jetzt tatsächlich die Version, die eigentlich nicht mehr so schlimm sein soll. Aber tatsächlich, wenn ich eine Bakterienblüte hier drin kriege, wäre doof. Also werde ich vorübergehend mal eine kleine UVC hier oben irgendwie drauflegen oder so, weiß ich noch nicht. Was ich aber auch schon gemacht habe, und ihr seht es hier an der Seite, ich gehe mal hin und mache eine Bildschirmaufnahme. Und dann gucken wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Weil, das ist das, was ihr wissen solltet, Lichtstärke etc. Ich nehme das jetzt mal auf und nehme euch einfach mit. Aufnahme läuft. So. Und wir fangen ganz einfach mal ganz unten an. Und haben tatsächlich hier im Moment Licht durch meine Studiobeleuchtung. 3 Paar. Ist doch herrlich. So, wir fangen mal mit dem Weißkanal an. Und das Ganze sitzt einigermaßen mittig hier. So. Erste Stufe Weißkanal, 10 Paar, kommen unten an. Zweite Stufe, 21 Paar. Dritte Stufe, 30 Paar. Vierte Stufe, um die 40 Paar, 40, 46 Paar. Und die letzte Stufe in Weiß, 58, 55, 58, wir haben Wasserbewegung, ich habe die Pumpen jetzt angelassen. Ist nicht ganz so hundertprozentig. Also, wir haben reiner Weißkanal mit ein bisschen Blauanteil. Seht ihr ja auch in dem entsprechenden Spektrum. Um die 50 Paar am Boden. Das ist wenig. So, jetzt gehen wir hier oben mal so in die Mitte rein, wo wir so ein bisschen was haben. Und da kommen wir dann so auf, ja, um die 80 Paar. Circa. Das ist mir auch was glauben. So. Jetzt hauen wir mal den Blaukanal in Stufe 3 rein. 1, 2, 3. So, jetzt verändert sich das Spektrum schon mal radikal. Wir gehen noch mal kurz zum Boden, damit wir den Vergleich haben. Da hat man ja eben so um die 50 Paar. Da liegen wir jetzt so um die 70. Ich muss die Pumpe ausmachen. Wartet mal eben. Definitiv zu viel Bewegung. Den Nozzle nach unten. So, jetzt können wir definitiv besser messen. Also, 70 Paar bei der dritten Stufe. 1, 2, volle Leistung in Blau. War das da? Genau. 1, 2, 3, 4, 5.
Vollleistung in Blau, 77 Paar am Boden. Also, das ist nicht wirklich viel. Heißt also auch im Umkehrschluss, höhere SPS unter der Lampe am Boden könnt ihr vergessen. So, jetzt gehen wir mal hier so auf mittlere Podest. Und da kommen wir an die 100 Paar. So, gehen wir mal hier hinten hin. 160. Ja, ihr seht, wir bewegen uns so im Bereich zwischen 50 und 100 Paar, je nachdem, was wir jetzt von Riffaufbau wählen und wo wir das Ganze positionieren, weil es halt auch ein Punktstrahler ist. Also, Weichkorallen würde ich sagen, sowas würde ich sagen, das passt soweit. Ob ich die Lampe auf voller Last laufen lassen möchte wegen der Farbe, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt mal den Blaukanal wieder rausgenommen. Es ist immer noch ein bisschen blau drin. Ich würde ihn wahrscheinlich in der Variante fahren. Auf 75 Paar in der Mitte. Also, ja. Das mal so als Info. Das ist das entsprechende Spektrum dazu. Und ja, ich werde die mal wieder hier raus. So ein bisschen abtropfen und aus damit. So. Damit ihr schon mal wisst, wo sich das bewegt. Wenn ihr da jetzt natürlich was anderes dann halten wollt, dann müsst ihr natürlich schauen, dass da eine etwas stärkere Lampe drüber kommt. Aber grundsätzlich sollte das für Zoas, Weich- und Lederkorallen eigentlich vollkommen ausreichen. Ich werde einfache LPS mal probieren hier drin und dann schauen wir einfach mal weiter. So, Strömung wieder an. Zum Thema Programmieren der Strömungspumpe machen wir auch separat nochmal hier und da eine Kleinigkeit an Infovideo. Muss ich noch schauen, wie ich das hinkriege, wie ich das mache. Und ja, ich würde mal sagen, das mal so schon als Info vorab. War ja lang genug das Video. Vielleicht habe ich auch einen Zweiteiler draus gemacht, weiß ich noch nicht. Aber somit habt ihr jetzt mal schon mal einen Anhalt. Das Becken an sich sieht schön aus, gefällt mir. Ist sehr hübsch und ich gehe jetzt da dran und werde Korallen einkleben und würde sagen, anschließend blende ich euch das Ganze nochmal ein oder wir sehen es vielleicht nochmal, keine Ahnung. Also in diesem Sinne, wer weiß, bis gleich oder auch nicht. Ciao. So Leute, es ist tatsächlich geschafft, der Tag danach. Ich habe es besetzt, ich habe es in Betrieb genommen. Ich habe den Korallenwächter verbaut, was habe ich natürlich noch nicht geschafft. Die Dosieranlage, die fehlt hier unten noch, da muss ich noch ran. Aber tatsächlich ist auch der Sella Reef am Laufen. Blende ich euch mal kurz ein aktuelles Bild mit ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, läuft. Auch der Abschäumer hat jetzt eine gewisse Grundlautstärke, ich sage jetzt mal, erreicht. Also ist etwas leiser geworden. Hat natürlich auch immer noch damit zu tun, ob hier eine Klappe drauf ist oder nicht, ob das schallt. Ja. Da ich ja hier vorne die Aufhängung drin habe vom Riff, muss ich wie gesagt mir da noch was einfallen lassen. Ich habe tatsächlich von gestern auf heute schon ein bisschen was an Schmodder rausgezogen. Was mir aufgefallen ist, ich habe hier tatsächlich Mikroblasen drin gehabt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich es im Moment noch habe. Ich bin hingegangen und habe einen sehr porösen Schwamm genommen. Blende ich euch auch noch mal kurz ein und habe den einfach in den Rücklauf oben senkrecht reingeklemmt erstmal. Nicht als Dreckfänger, sondern als Blasenfang. So, und nachdem ich das vernünftig installiert hatte, so dass er sauber anliegt und nirgendwo irgendwie was dahinter laufen konnte, ist tatsächlich erstmal das mit den Blasen hinfällig gewesen. Ja, also das hat gut funktioniert. Wahrscheinlich muss er sich noch eine Zeit lang einlaufen und von daher mache ich mir da eigentlich keinen Kopf. Wir kennen das Spiel von den Abschäumern her, dass sie hier und da mal Mikroblasen rauswerfen. Ich werde in ein oder zwei Wochen werde ich das Ding rausnehmen und gucken, ob das funktioniert hat. Ja, aber alles in allem, die Tiere müssen sich jetzt natürlich noch ein bisschen an das neue Spektrum gewöhnen. Ich fliege auch gleich mal direkt mit. Und ich habe tatsächlich hier und da immer noch einen leichten Weißschimmer drin. Ich werde wahrscheinlich mal ein bisschen Watte reinpacken. Vor allem, ja, das ist das Nächste, was mir noch so ein kleines bisschen auf dem Magen liegt, dass wir keine aktive Filterung hier so direkt reinsetzen können. Da ist aber die Firma, die ich euch letztens eingeblendet habe. Moment. Genau. 3
IRS, also Innovative Reef Solution. Mit dem bin ich im Kontakt und der ist mir da auch was am Herstellen, dass wir das hier hinten im entsprechenden Schacht einsetzen können. Weil da sind links und rechts Auflagen und da könnte man ja dementsprechend dann was reinbasteln, was da entweder eine Socke oder vielleicht ein bisschen tiefer mit einem mit ein bisschen Watte oder so, dass man da eine Art Aktivfilterung vorübergehend einsetzen können. Das ist der Plan. Ja, alles in allem, wie gesagt, die Tiere sind jetzt hier gerade in der Eingewöhnung, sehen natürlich noch nicht ganz so toll aus. Auch jetzt nach mehreren Stunden nicht. Es gehen hier und da schon auf. Wie gesagt, ich habe hier mit der Lampe natürlich ein anderes Spektrum, als wie ich es unten im großen Becken habe. Aber alles in allem bin ich mit der Gesamtakustik tatsächlich zufrieden. Ich mache das nochmal so wie vorhin und nehme einfach mal die Filter raus. Und ihr hört den noch leicht. Also ich stehe jetzt direkt daneben. Wenn ich jetzt ein Stück weggehe. Ist es nicht mehr so stark. Also ist ein leichtes Grundrauschen drin. Also das ist, wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, bis das komplett weg ist. Aber ich denke, mit dem kleinen bisschen im Wohnzimmer kann man leben. Also ich empfinde es nicht als wirklich laut. Wenn ich jetzt direkt hingehe und höre, ja, da ist er natürlich laut. Ja, je näher ich rankomme, desto lauter wird es. Aber ansonsten die Gesamtakustik und auch die Lüfterakustik ist in meinen Ohren nicht störend. Ich sitze da vorne direkt am Rechner und finde es okay. Ja, man sollte sich das Ding nicht ins Schlafzimmer stellen. Dafür ist es in meinen Augen nicht geeignet von der Akustik her. Aber Wohnzimmer etc., also kein Thema. Ja, ich fliege noch mal kurz mit euch durch das Becken und würde sagen, das Video war lang genug für heute. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Video wird sein Dosieranlage, Installation. Ja, oder auch nicht. Schauen wir mal. Weiß ich noch nicht genau, wie ich da jetzt weiterkomme. Ich muss auch tatsächlich noch auf Schläuche warten. Die habe ich nämlich auch noch bestellt, damit ich das hier alles vernünftig anschließen kann. Der Sennheiser sollte eigentlich auch noch nach vorne. Den habe ich auch momentan hier hinten noch drin positioniert. Da habe ich mal wieder den Saugnapf verschlampt. Aber das mit dem Verschlampen kennt ihr ja bei mir, ja. Also, jetzt aber endgültig vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video zu diesem Becken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Weiber.